Meinst du, ob ich allgemein Crash Team Racing spiele oder jetzt im Stream? Ach Gott, sind wir schon durch? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, geil. Zweite Warp Room ist fertig. Weiter geht's. So. Plant Food. Ach, das war auch so ein Moped-Level. Beides. Im Stream? Nein. Also jetzt in diesem Stream nein. Ich weiß auch nicht, ob ich da überhaupt nochmal irgendwie einen Stream machen werde. Weiß ich nicht. Und privat muss ich noch spielen, weil mir da noch ein paar Trophäen fehlen. Ja, ich kann nicht so gut lesen. Es tut mir leid. Okay. Ah! Da kann man doch drauf springen, ne? Ja. Ich hab da, Das Lustige ist, auf der Oxidstation, also dieses Weltall-Ding, da habe ich noch nicht mal den ersten Typi freigeschaltet. Wie heißt der denn nochmal? Wie heißt der? Entropy. Entropy? Entropy heißt der, glaube ich. Ach, da war jetzt aber. Ja. Den habe ich dann noch nicht mal freigeschaltet. Das ist echt, das ist eine Map, da denke ich mir so, scheiße. Du wirst dieses Spiel niemals auf Platin kriegen. Ja, da hat er nicht gerutscht. Ist er nicht gerutscht? Oder so, ne? Hülle macht locker unter einer Minute. Na, das werden wir mal sehen. Ist das schon wieder nicht gerutscht, der Wichser? Glückwunsch. Da gibt's ja noch die. Da gibt's ja noch andere Zeiten. Mittlerweile. Ja. Entwicklerzeit. Das werde ich mir nicht antun. Ich werde das Ding nur auf Platin holen und dann ist es das auch gewesen. Wird dann entweder, wenn Christoph und Shannon nochmal hier sind, dass wir das dann daddeln. Aber ich glaube, da wird eher das Original gespielt. Ach, come on! Shen, gerade noch von dir geredet, quasi. Und beides okay. Hä? Draußen ist Hochzeit. Oder jemand regt sich extremst auf. Ach so, jetzt weiß ich, was du meintest. Beides okay. Ja. Come on, das muss. Nee. Nee, nee, nee.
So nicht, Fräulein. Fuck, braucht man hier... Braucht man hier eine Maske? Tatsächlich, hier braucht man eine Maske. Aber die habe ich ja zum Glück. Ich muss am Ende aufpassen. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein, das ist so dumm. Es ist so dumm. Oh. Ja, genau reingefahren. Der letzte Sprung, ja. In der Musik gibt's irgendwas. Es ist irgendein Instrument. Jetzt. Ich weiß nicht. So ein Tambourin nennt sich das, glaube ich. So ein Ding mit so Dingern dran. Ich meine, das nennt sich Tambourin. Und wenn dieses Ding einen Ton von sich gibt, oder ein Geräusch, sagen wir mal so, das hört sich so an, als ob irgendwas in der Küche, als wenn der Toaster hochspringen würde. So hört sich das bei mir an. Kommt auch so von hinten der Ton irgendwie. Ach, fick dich doch, du dummer Spaß. Ja, der hätte auch gerade in die Hose gehen können, du. Okay, die Maske da vorne brauche ich unbedingt. Nein! Nein! Oh, jetzt kommen wir hier nicht durch, weil das Spiel scheiße ist. Platz da. Ah, schön. Maske behalten. So, nächste Maske gerne auch noch. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, die auch gerne behalten, aber ist... Ja. Ja. Oh, das wird... Oh, scheiße. 1-3 war das, ne? Das ist nur ein bisschen... Weil ich überall hängen geblieben bin! Mann! Mal schauen, wie voll mein Handy geladen ist, dann kann ich eventuell auch mal in Pokémon die restlichen Geschenke verschicken. Wie geht's mit Pogo voran bei dir? Hä? Was für Pogo?
Ja, komm, leck mich doch, ey. Uhr sollte man schon mitnehmen, du. Nur weil ich hängen geblieben bin. Im Kopf. Ja. Klose! Macht das Tor. Pokémon, also. Pokémongo. Bin momentan wieder ziemlich aktiv, was Pokémongo betrifft. Weil ich ein neues Handy habe und das da vernünftig drauf läuft. Und nicht so extrem viel Akku frisst. Weil ich habe mit meinem alten Handy habe ich gefühlt 2 Minuten gespielt und da waren dann, weiß ich nicht, 50% Akku weg. Ach. Das ist aber hier jetzt auch ein bisschen Augenwischerei. Ohne dich im Posten. Aber die Maske brauche ich jetzt. Ich darf da gleich nicht verloren gehen. Leck mich! Kann ich direkt baden gehen. Pokémongo. Ja, das ist eigentlich so mein täglich. Ich guck, wer Geschenke kriegen kann. Ich mache die Geschenke auf, die ich geschenkt bekommen habe. Tu täglich meinen Pokestop drehen, Pokémon fangen, mindestens. Also jeden Tag eigentlich. Irgendwas mache ich jeden Tag da auf jeden Fall. Mache ich dann meistens in der Frühstückspause auf der Arbeit. Jetzt bin ich auch direkt eben an Pokestop. Ach, leck mich. Ach Mann. So langsam wird mir ein bisschen warm, du. Das war im Original nicht so. Die war nicht so extrem, die Hitbox bei den Stuhlen da.
Also ich finde das teilweise echt ein bisschen beschissen hier, die Hitboxen von den Kack-Wix-Drecks-Kack. Dann rutscht er nicht richtig. Springt nicht hoch genug. Oh, der war knapp. Da wäre ich ja fast drüber gesprungen. Mir fällt gerade etwas auf. Ich glaube, wir machen das mal so. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, mein Tony Hawk Joker ist, glaube ich, gerade gekommen. Das hört sich sehr danach an. Ah! Was ist das? Das war eine falsche Animation. Auch nicht schlecht. Oh. Und man sieht die Zeit und man kann mitfiebern. Okay, dann ist das ganz gut da positioniert. Dennis wollte gerade die Tür zumachen. Aber da hängt ganz viel Klamottenzeug dran an der Tür. Deswegen kann er sie nicht zumachen. Jetzt wird sie aber auch wieder lächerlich, ne? Das ist ja echt schon wie bei... war es gerade Easy oder Plant Food? Ich weiß es nicht mehr. Ne, Plant Food kommt, glaube ich. Ach, ich weiß es doch nicht. Ne, das hier ist Plant Food, oder? Das hätten wir schon mal überlebt. Jetzt bitte Maske behalten. Oh, diese gottverdammte Dreckshurensteuerung, ne? Seid ihr schon ein bisschen hyped auf Crash 4? Also ich freue mich schon drauf. Aber ich will nicht sagen, ich erwarte nicht so viel. Aber ich erwarte eigentlich schon, dass ich enttäuscht werde. So ein bisschen. Aber trotzdem irgendwie... ein bisschen freue ich mich schon. Ich schmeiß einfach alles auf den Boden. Ach. Jetzt ist die Tür geschlossen.
Ja. Auf jeden Fall. Warte mal, wer hat das jetzt gemacht? Das waren andere Leute, als die die Trilogie gemacht haben, ne? Weil an sich müssten die einfach nur die Engine von diesem Spiel hier nehmen. Vielleicht ein bisschen dran rumschrauben, dass das noch ein bisschen mehr wird wie das Original. Und dann ist der Rest eigentlich egal. Das war gut, das war gut. Ich habe noch beide Masken. Fickt euch. Wuhu. Ja, die habe ich auch alle bekommen. Wunderbärchen. Voll gut. Ja, so macht man da, ihr Penner. Ah. Platin, ihr Wichser. So. Die Entwickler von Spyro, die haben aber auch Traveler's Tales waren das, ne? War das Traveler's Tale? Weil die eigentlich in den... Achso, warte mal. Die, die Originalentwickler von Spyro waren ja Insomniac Games. Von dem neuen Spyro. Ah, kann ich jetzt nicht gucken. Ich bin kein Wichser. Schön. Wichserin. Toys for Bob, okay. Das Spyro war eigentlich schon ganz gut, ne? Hm. Ja, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, die müsste eigentlich nur die Engine von dem Spiel nehmen. Ein bisschen dran rumschrauben, ein bisschen Feintuning machen, so. Und dann geht das. Sooner or later. Hm.